Stoppnummer 152. Heiko, der Hochpilot. Der weiß, was jetzt kommt. Das ist derjenige, der schon mal auf halber Strecke hängen geblieben ist mit diesem Traktor. Aber das ist lange, lange her. Wenn du oben ankommen solltest, machst du mal eine Rundumleuchtung an. Ich rede kein schlechtes Wort über dich. Seht ihr, was los ist? Nein. Ein bisschen Spaß muss sein, das hört bei uns auch dazu. Er startet natürlich mit seinen 240 PS Allrad Knicklenker, hier außer Konkurrenz. Wir haben dieses Mal zwei Maschinen hier. Das ist der Heiko, bist du schon angemeldet bei uns hier? Warst du schon hier? Das ist aber der Nummer 132. Du bist jetzt durch die Lampen gegangen. Nein, hier, aber du bist da, Heiko Hinzel. Quasi wundert. Und jetzt werden alle Leute gebeten, ein Bier zu holen, weil der fährt sowieso hoch, da braucht er nicht zu klatschen. Also ihr habt die Chance, jetzt ein Bier zu holen. Das ist dienlich für die Gastronomie, weil das ist eine ganz lapidare Schauvorführung hier. Und wir nehmen die nur, damit wir eine kleine Kunstpause haben, dass die Gastronomie auch noch viel Geld verdient. Aber wie gesagt, Heiko hatte auch am Anfang ein bisschen Probleme, aber das ist jetzt zu hart, kein Thema, und abgefrühstückt. Er wird jetzt hier bis oben hochfahren. 240 PS, 12 Stunden Eingewicht, Allrad, Antrieb, kein Thema. Sage ich jetzt mal für diesen Traktor, er kann auch noch ein bisschen mit dem Gaspedal spielen. Und ich glaube, die Strecke ist auch so fest, dass hier ohne Komplikation ein Ankommen oben möglich sein sollte. Rundumleuchten an. Heiko, du hast es geschafft, halt an! Dort oben ist eine Stahlwand. Mep, mep heißt das hier bei uns. Okay, dankeschön! Eine Durchsage an unsere Gäste. Wir suchen einen ehrlichen Finder. Und zwar, hier hat jemand eine Digitalkamera verloren. Ja, was war das vom Typ? Das wissen wir nicht. Es war eine schöne. War so schön rot, schön gelb, schön. Eine schöne graue Digitalkamera hat jemand verloren. Wenn die jemand finden sollte, ich denke mal, der Verlierer oder die Verliererin würde sich freuen, wenn die nachher bei uns auf den Tisch liegen und ihr es euch abholen könnt. Ein Dankeschön schon im Voraus. Das Verkaufsleiter, die Kinder haben diesen Traktor aus Litauen geholt. Hier läuft eine 12-Zylinder V-Maschine. Sie haben den in Litauen geholt, weiß günstig, es hat ihn aufgeladen. Bis nach Kleipeda heißt der Fährhafen gebracht und von Kleipeda nach Mokran mit dem Schiff und dann von Mokran, das ist oben irgendwo bei Rostock von Rostock, per Achse 500 Kilometer nach Hause geholt. Sie haben, glaube ich, ein mit meiner Kennzeichen dran, ja, und sind zwei Tage per Achse
mit diesem Teil hier nach Hause gefahren. Eigentlich gab es hier noch von den Dingern hier, aber kurz nach der Wende hieß es, der russische muss weg. Aber jetzt besitzt man nicht solcher Sachen wieder. Und ich sage mal, unsere Veranstaltungsreihe hier, das siebte Russisch-Treffen, trägt glaube ich auch dazu bei, dass hier die Werbetrommel für einer der größten, sag ich mal, Importeure, die DDR damals, bei uns liegen über 60.000 Traktoren über Typ Das schneller fährt, dass die Bremse geht.
Kanzler. Also, hast du eine Hupe drin? Das ist ein Erfolg.